Jahre im Riesentorlauf. Riesenvorsprung. 1,23 nimmt er mit. 17 Riesentorläufe in Folge. Immer auf dem Podest. Und wird es vielleicht ein Hattrick wie bei Marcel Hirscher zuletzt hier auf der Fastelbelwart. Auch die Chance hat er noch. Ja, dann mal oben. Wieder ganz schön eingebucht. Oh! Kleine Schricksekunde hier. Mhm, relativ viel Zeit da schon weg. Achtung, die Passage. Ja, die fährt er clever. Ist er sehr, sehr, ja, sehr clever. Aber jetzt der Fehler. Oh, jetzt wird es aber eng. Jetzt wird's ganz hat eng. Immer noch kein Tempo. Jetzt. Aber das Interessante ist bei ihm, der fängt immer daran, der macht die Wahnsinn. Fehler. Gell? Und dann gibt er Gas und innerhalb von zwei Toren ist er wieder. Halbe Sekunde nimmt er mit. Jetzt zirkelt er wieder. Jetzt passt auch, wenn er da kurz hinten ist, aber jetzt fängt er wieder an, den Durchbruch zu zünden. Es ist unfassbar. Sensationell. Nicht zu stoppen, Marco Odermatt. Schwierigste Verhältnisse, steilste Hänge, Schneefall und Fehler. Und dennoch eine Sekunde Vorsprung am Ende für den großen Dominator. Marco Odermatt schafft hier.